Kurz nach dem Tod des Playboy-Gründers Hugh Hefner, wagt das Magazin den nächsten Schritt in eine neue Richtung. Ines Rau wurde als erstes Transgender-Model zum Playmate des Monats Oktober gekürt und jetzt ist auch das erste Plus-Size-Model in der neuesten November-Ausgabe des amerikanischen Playboys zu sehen. Damit schließt sich der Playboy der Body-Positivity-Bewegung an und bricht erneut mit seinen Traditionen. Molly Constable wurde 2012 bei Instagram entdeckt, dort war sie schon bekannt für ihre Kurven und die Bilder ihres Körpers, die sie unretuschiert zur Schau stellte. Die Modelagentur MELK nahm sie unter Vertrag. Die Agentur hat es zum Motto gemacht, mehr Diversität in die Modeindustrie zu bringen und kurvige Frauen und Plus-Size-Models zu fördern. Als meine Agentur sagte, dass ich für den Playboy fotografiert werden soll, war ich ziemlich skeptisch, ich kenne ja die Geschichte des Magazins, sagte Molly der Zeitschrift Cosmopolitan. Als ich dann aber hörte, dass Hatta Hasan das Shooting machen wird, war ich beruhigt. Wir haben schon einmal zusammengearbeitet. Das Shooting sollte sich auch gar nicht um ihre Größe drehen, berichtet sie weiter. Sie möchte eigentlich nur, dass alle einfach als Models bezeichnet werden, um sich dann wichtigeren Themen zu widmen. Deine Maße sollten kein Problem darstellen, wir machen doch alle den gleichen Job. Die Fotografin hat das Model ganz natürlich, ohne Make-up in einem Retro-Look, in ihrer Heimatstadt in Upper State New York abgelichtet. Einige wenige Fans des Playboys wollen sich allerdings nicht so recht an das Konzept eines kurvigen Models gewöhnen. Seit wann ist der Playboy zu fett ist schön übergegangen, fragt sich ein User auf Instagram. Ein anderer Nutzer kommentierte, das nennt man fett. Schönheit kommt in allen Formen. Ihr belügt euch nur selbstständig. Auch der Kommentar, dass sich der Playboy ganz schön schnell verändert habe, seit der Boss Hugh Hefner gestorben sei, ist mehrfach unter dem Bild des Magazins zu finden. Molly selbst ist der Meinung, dass Gewicht nicht wichtig ist. Es geht darum, wie du dich gegenüber Menschen gibst und wie du dich selbst fühlst, erzählt das Model mit Kleidergröße 44 der Daily Mail in einem Interview. Es zeigt sich auch an ihrer Karriere, dass sie sich nicht von negativen Kommentaren aufhalten lässt. Molly modellte unter anderem für Magazine wie Glamour und Harper's Bazaar. Das Vogue-Magazin betitelte sie als Rising Model Star 2017 und sie lief bereits mit Plus-Size-Model-Kollegin Ashley Graham über den Laufsteg. Und auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt, die meisten Fans des Männermagazins zeigen sich begeistert. Das wurde aber auch mal Zeit, dass es auch kurvige Models in den Playboy schaffen. Hab es wirklich über, mir diese runtergehungerten Mädels reinzuziehen. Das wird vielen Mädels mehr Selbstvertrauen geben und ein Plus-Size-Model. Das ist einfach nur eine Schönheit. Wundervoll, schrieben sie auf Instagram. Viele schwärmten besonders für Mollys Kurven, man muss nicht dünn sein, um sexy zu sein und endlich eine kurvige Schönheit im Playboy. Alle Frauen kommen in den unterschiedlichsten Formen, kommentierte eine andere. Diese Frau ist eine Inspiration. Und eine weitere Userin schrieb, dieses Fotoshooting war vielleicht die erste gute Sache, die der Playboy je für Frauen getan hat.